Die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Meßstetten soll bis Ende 2017 bestehen bleiben. Danach soll die Einrichtung dann aber endgültig schließen. Das haben die Verhandlungen zwischen der Stadt, dem Kreis und dem Land ergeben. Zudem ist festgelegt, dass in der Lea eine Unterbringung von maximal 500 Asylbewerbern vorgesehen ist. Um die Bürger über die Möglichkeit aufzuklären, den Betrieb der Lea befristet fortzuführen, veranstaltet die Stadt am Freitag um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Turn- und Festhalle in Meßstetten.